In Vancouver angekommen. Jetzt steht noch der Einreiseprozess an. War ein langer Flug, 10 Stunden, Stunde Verspätung und jetzt eine mega lange Schlange beim Immigration Teil. Also mal schauen, wie lange es noch dauert und dann bin ich auch gleich einfach froh anzukommen. Morgen! Aus Vancouver. Gestern war ich ein bisschen fertig vom Flug und trage Strapazen. Deswegen habe ich nicht mehr viel gesagt. Ich hoffe, der Anreise-Teaser hat euch trotzdem gefallen. Jetzt bin ich gut gesättigt vom Frühstück und leider nicht ausgeschlafen. Deswegen die Sonnenbrille. Und ja, ich habe mir jetzt mal hier diese City Map geschnappt. Ich habe jetzt nämlich noch ein bisschen Zeit, bis ich mir gleich zwei Autos angucke. Beziehungsweise die kommen sogar netterweise zu mir. Und in der Zeit wollte ich halt mal zum Strand gehen, weil der direkt einen Block weiter ist. Irgendwie fühle ich mich auch immer noch komisch, mit so einem Ding rumzulaufen und mich selber reden zu filmen. Das traue ich mich noch nicht so richtig in der Öffentlichkeit. Ich hoffe, das lässt irgendwann nach, die Scheu. Oder auch im Hostel und so, da will ich jetzt noch nicht so filmen, wenn da Leute sind, die ich nicht kenne. Ja, gestern habe ich mir eigentlich nur noch, jetzt sind direkt ganz viele Shops und Restaurants. Ich habe mir irgendwie noch einen Obstsalat geholt, war duschen und ein bisschen im Internet gesurft und allen gesagt, dass ich gut angekommen bin und dann bin ich auch schon schlafen gegangen. Wie gesagt, der Jetlag hat mich doch irgendwie gepackt. Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen besser wird, dass ich besser schlafen kann. Muss jetzt einfach mal ein bisschen eine frische Luft. Sunshine Beach. Also Beach ja, Sunshine wäre so nein, aber es ist warm. Ich glaube, es sind so 17, 18 Grad. Also hinter mir, ich weiß nicht, ob man sieht, da ist auf jeden Fall so eine Art Hafen, Stadthafen, also mehr so für die Privatjacht. Und da vorne stehen auch die ein oder anderen Tanker. Also schon. Schon jetzt nicht so der Badestrand, würde ich sagen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich auch nicht so richtig, wohin mit mir. Ich muss mich erstmal orientieren. Ich habe jetzt so 4 Stunden Zeit, bis die mit dem Auto kommen. Aber wenn ich die Karte gecheckt habe, ist das da hinten der Stanley Park. Da fahren irgendwie alle mit dem Fahrrad hin, weil es doch ein Stückchen ist und ich glaube, ich laufe da einfach mal hin. Ich habe gehört, es sind so 45 Minuten Laufen, weil ein Fahrradleihen kostet $30 am Tag. Und da ich es ja eh nicht so lange brauche, laufe ich, glaube ich, mal.
Sonne ist da. Es ist auch direkt super warm, wo es erst 11 Uhr ist. Ich bin jetzt hier im Stanley Park und ich suche The Hidden Lagoon. Glaube ich nicht wirklich versteckt, aber ich weiß auf jeden Fall noch nicht, wo sie ist. Am Strand hingegangen. Jetzt gehe ich, glaube ich, durch die Stadt zurück. Dann bin ich quasi einmal durch Downtown gelaufen, wenn ich jetzt zurück bin. Bin zurück von meinem kleinen Powerwalk. Ich habe mich dann doch noch ziemlich verlaufen und bin dann irgendwie doch besser wieder am Wasser entlang gegangen. Nichtsdestotrotz bin ich angekommen rechtzeitig und es gab keiner im Hostelzimmer, deswegen zeige ich euch das einfach mal kurz. Ja, also hier haben wir so ein kleines Waschbecken, hat bis jetzt aber irgendwie noch keiner benutzt und dann haben wir 4 Betten, da oben das Bett ist meins. 2 sind heute schon ausgezogen. Ich weiß nicht, ich denke mal, kommt vielleicht noch welche nach. Das Coole ist, wir haben hier quasi abschließbare Fächer. Hier steht mein Riesenrucksack, habe mich hier ein bisschen breit gemacht. Kleinen Tisch, Fenster, frische Luft, das ist natürlich auch gut. Verdunklungsrollos, alles eigentlich da. Unten gibt es sogar Frühstück zwischen 7 und 10. Das ist relativ überschaubar, es ist alles im Preis inklusive. Deswegen habe ich es auch gewählt, damit ich mir am Anfang jetzt noch nicht die Lebensmittel kaufen muss, damit ich die auch nicht wieder mitschleppen muss, bevor ich das Auto nicht habe. Ja, apropos Auto, ich glaube so in 20 Minuten kommt der erste und um 17 Uhr kommt noch der Max. Ja, ich muss mir jetzt erstmal einen persönlichen Eindruck verschaffen. Ich glaube, wie gesagt, ich nehme die Kamera nicht mit. Ist mir irgendwie ein bisschen zu doof. Also wir gucken uns das jetzt an. Die kommen hierher beide. Dann können wir hier eine Probefahrt machen durch das Wohngebiet. Das ist auch nicht verkehrt. Also nicht direkt in die Großstadt rein. Und ich erzähle euch dann hinterher, wie es war. Hallo! Ich habe irgendwie den Blog gestern nicht mehr beendet, weil ich mir noch das zweite Auto angeschaut habe. Das erste hatte leider unglücklicherweise gestern einen Reifenplatzer und die haben dann noch den Reifen getauscht, aber danach hat dann irgendwie die Bremse ganz komische Geräusche gemacht. Das war mir irgendwie nicht so richtig geheuer. Ja, und der zweite, da traf ich dann auf 3 Surfertypen aus dem Osten, die ganz entspannt waren und mir ihre Aloha vorgestellt haben. Das ist das Auto, in dem ich gerade sitze und ihr könnt es euch denken, ich habe es tatsächlich gekauft. Wir waren gerade bei der Versicherung, es war so super einfach. Also in Kanada ein Auto kaufen als Tourist ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Der Typ war total entspannt, der hat gar nicht interessiert, ob ich irgendwie eine Residential-Adresse habe oder irgendwie ein Visum, was auch immer, wollte der alles gar nicht wissen. Hauptsache wahrscheinlich irgendwie einer zahlt für die Versicherung, was ich natürlich tue. Und deswegen bin ich jetzt Besitzerin der Aloha. Ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen dann gewöhnen. Es klappert überall und ruckelt und ist laut und irgendwie was mit dem Katalysator stimmt nicht. Interessiert hier natürlich keinen Abgaswerte, ganz egal. Und mit der Aloha kommen halt ganz viel, Camping-Equipment. Ganz wichtig auch, natürlich, Glücksbringer Nummer 1. Es gibt 1000 Glücksbringer und die Jungs haben gesagt, es ist ganz wichtig, dass die dabei sind. Und die waren wirklich witzig. Wir haben gestern mit denen halt auch noch ein paar Biere getrunken, bei denen im Hostel. Und deswegen war ich relativ spät zu Hause und konnte den Blog nicht mehr beenden. Mein Plan ist jetzt folgender. Also es ist ja jetzt quasi für mich Tag 2, der richtige Tag 2. Ich werde heute noch ein bisschen Vancouver anschauen und morgen dann das Auto auf Vordermann bringen. Also sauber machen, sortieren. Dann werde ich nochmal einen Ölwechsel machen lassen, dann nochmal vielleicht eine Inspektion tanken und so weiter und so fort. Die ganzen Sachen waschen, das werde ich dann doch schon machen, wenn da 3 Jungs drin gelegen haben für ein Jahr. Das sollte vielleicht mal gewaschen werden. Ja, und dann will ich mich aufmachen nach Vancouver Island. Ich hoffe einfach nur, dass das Auto uns bis nach Alaska und wieder zurückbringt. Toi, toi, toi. Ja, und dann zeige ich euch im nächsten Vlog quasi ein bisschen vom Sightseeing, Downtown und die Waterfront. Und ja, wie ich dann das Auto reinige und stelle euch das Auto nochmal genauer vor. Bye, bye.